Ela Jablonski durchlebt auf Mallorca den schlimmsten Albtraum ihres Lebens. Nach der Trennung hat ihr Noch-Ehemann Carlos Moreno ihren gemeinsamen Sohn Timmy auf die Baleareninsel entführt. Er wirft Ela sogar vor, den Vierjährigen zu misshandeln. Anwältin Ulrike Tasic kämpft für die verzweifelte Mutter. Oh. Tag, Frau Tasic, was ist denn los? Warum wollen Sie mich denn so schnell sprechen? Ich habe vor 20 Minuten einen Anruf bekommen vom Anwalt Ihres Noch-Ehemannes. Kann es sein, dass Sie verbotenerweise auf dem Grundstück waren? Ja. Ich hatte Ihnen doch gesagt, das darf nicht vorkommen. Bitte nicht solche Aktionen. Aber Sie verstehen das nicht. Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Ich meine, Timmy ist da ganz allein und allein die Vorstellung, dass ich nichts für ihn tun kann, wenn er mich braucht, das ist die Hölle. Ich kann das alles nachvollziehen, gar keine Frage. Ja, aber bitte, das darf einfach nicht mehr vorkommen zukünftig. Ja, Sie verstehen das nicht. Jetzt betrügt er mich mit dieser Natalia und will auch noch Timmy haben. Ich kann das überhaupt nicht fassen. Wieso sind Sie sich denn sicher, dass die beiden überhaupt ein Paar sind? Die Frau trägt meinen Ehering. Natürlich sind die ein Paar, wahrscheinlich schon ewige Jahre. Ich meine, sonst wird Carlos Timmy doch überhaupt nicht bei ihr lassen. Kann man das nicht irgendwie vielleicht gegen die verwenden? Gut, wenn ihr Noch-Ehemann während der Ehe ein längerfristiges Verhältnis zu einer anderen Frau hatte, dann verkürzt das Trennungsjahr im Scheidungsverfahren. Aber das hat natürlich jetzt mit dem Timmy nichts zu tun. Ja, aber noch dazu ist sie auch noch an der Entführung meines Sohnes beteiligt. Ich meine, da muss man noch irgendwas machen können. Also ich habe mich für morgen mit dem Anwalt der Gegenseite verabredet. Vielleicht können wir ja da irgendwie eine außergerichtliche Einigung erzielen. Wollen wir mal hoffen. Kommen Sie. Aber nicht noch mal so. Ja, ich versuch's. Ich halte das ohne Timmy einfach nicht mehr aus. Ich möchte jetzt einfach selber sehen, wie es ihm geht. Ich meine, ich verstehe sowieso nicht, warum Carlos uns das alles antut. Der weiß doch, wie sehr ich den Kleinen liebe. Ich hoffe einfach nur, dass wir uns morgen irgendwie einigen können. Tags darauf will Rechtsanwältin Ulrike Tasic Carlos und seinem Anwalt Rodrigo Perez klarmachen, dass sie die Intrige durchschaut. Sie hofft, dass Carlos seine Vorwürfe dann zurückzieht und sie sich Timmy zuliebe außergerichtlich einigen können. Doch der gegnerische Anwalt hat ganz andere Pläne. Sie haben um das Treffen gebeten, ja, um über das Sorgerecht für den kleinen Timmy zu sprechen. Nach meiner Information gibt es da ein gemeinsames Sorgerecht. Liege ich da falsch oder ist das richtig? Ja, das ist richtig. Mhm. Okay. Die beiden haben sich zwar zwischenzeitlich getrennt, aber da sie keine Neuregelung getroffen haben, gilt ja weiterhin das gemeinsame Sorgerecht. Okay. Meine Mandantin hat darüber hinaus natürlich auch noch ein Umgangsrecht bezüglich von Timmy. Ja, nun, ich will es kurz halten. Ich muss die Übertragung des alleinigen Sorgerechtes ja auf meinen Mandanten zum Schutz des kleinen Timmys beantragen. Ja? Ihre Mandantin schädigt dem Kind erwiesenermaßen ja, psychisch und vor allem auch physisch. Das ist doch nicht wahr. Jetzt mal ganz ruhig. Aber Herr Perez, Sie haben doch überhaupt gar keine Beweise dafür. Es gibt nur die Behauptung Ihres Mandanten und die Behauptung der Mitarbeiterin des Jugendamtes. Soweit ich weiß, hat der kleine Timmy auch mit der Mitarbeiterin vom Jugendamt gesprochen, ja. Und also es gibt keinen Grund, an Ihren Aussagen zu zweifeln, wirklich. Dann frage ich mich, wo sind denn die Fotos als Beweise für die blauen Flecken? Da gibt es gar nichts. Und im Übrigen hat Ihr Mandant schon seit längerer Zeit ein außereheliches Verhältnis mit einer neuen jungen Frau. Ja, selbst wenn. Was würde das denn ändern? Ja, alles, Herr Perez. Ja. Er baut hier ein Lügenkonstrukt auf, vielen Dank, ja? Manipuliert den kleinen Jungen, um ein neues Leben auf Mallorca zu starten. Mein Mandant, ja, will zu Recht seinen Sohn vor neuen, ja, Misshandlungen, ja, durch seine Mutter, den Kleinen, schützen. Ja. Vollkommen absurd. Es geht Ihrem Mandanten überhaupt nicht um das Wohl des Kindes. Er verfolgt ganz egoistische Pläne. Er versucht, die Mutter mit dem Kind zu entfremden, um dann gerade mit seiner neuen Lebensgefährtin Natalia und dem Kleinen hier auf Mallorca neues Leben zu beginnen. So sieht's aus. Das sind doch alles nur Behauptungen, ja, die Sie hier in den Raum stellen. Gibt's da irgendwas Konkretes? Haben Sie da irgendwas? Haben Sie da irgendwas Festes? Er hat ohne weitere Vorwarnung den Timmy von Berlin nach Mallorca verschleppt. Niemals war eine Misshandlung der Mandantin zum Nachteil von Timmy mal zur Sprache gekommen. Und jetzt hier auf Mallorca, da versucht er systematisch den Kontakt zwischen Mutter und Kind zu torpedieren. Das ist ein perfider Plan. Das wäre eine interessante Story, ja. Eine interessante Theorie, ja, aber die doch zu beweisen wäre. Haben Sie irgendwelche Beweise? Haben Sie irgendwas? Ich werde Ihnen das beweisen, ja? Sie werden sich wundern. Ich meine, beantragen Sie ruhig das alleinige Sorgerecht. Sie werden sehen, Sie werden verlieren. Ich denke, damit ist alles gesagt, ja? Angenehm. Ich danke für was. Ja, aber es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass,
Carlos jetzt das alleinige Sorgerecht für Timmy bekommt, oder? Das wird doch nicht so passieren. Also ich meine, sie sind da wirklich eine liebevolle und fürsorgliche Mutter. Ja? Und das Einzige, was er als Beweis hat, ist die Behauptung des Mandanten, seines Mandanten und sonst gar nichts. Das wird nicht ausreichen. Ja, aber was ist denn, wenn er noch mehr Lügengeschichten aus dem Ärmel zieht? Was passiert denn dann? Dann werde ich ein Gutachten beantragen. Und im Übrigen, glaube ich, ist es an der Zeit, dass ich mich mal um diese Mitarbeiterin des Jugendamtes kümmere und der mal ein bisschen auf den Zahn fühle. Kommen Sie, das mache ich jetzt als Erstes. Rechtsanwältin Ulrike Tasic gibt nicht auf. Doch sie muss beweisen, dass Timmy von seiner Mutter nicht misshandelt wurde. Nur so kann sie vermeiden, dass Carlos das alleinige Sorgerecht für den Jungen bekommt. Die Juristin sucht sofort das Gespräch mit dem örtlichen Jugendamt und trifft sich danach mit Ela. Frau Tasic. Hallo, Frau Jablonski. Konnten Sie irgendwas rausfinden beim Jugendamt? Ja, also ich sag mal allerdings, weil mich hat mein Gefühl, dass an der Geschichte irgendwas Faules jedenfalls nicht getäuscht. Wie, das heißt, die Frau vom Jugendamt hat zugegeben, dass das alles nur erlogen war? Ja, ich habe die Maria Duarte ja gar nicht getroffen. Ich habe aber mit einer Kollegin von ihr gesprochen und die hat mir erzählt, dass Frau Duarte es ganz wichtig war, diesen Fall zu übernehmen. Okay, und warum? Ja, wissen Sie, das Komische ist, dass ihr Noch-Ehemann wohnt in einem Bezirk, wo eigentlich die Kollegin zuständig ist, die Vorgänge zu bearbeiten. Aber irgendwie war es Frau Duarte ganz wichtig, das persönlich zu machen. Ah, das heißt, Sie meinen, Carlos und Frau Duarte stecken vielleicht unter einer Decke? Das ist natürlich nur eine Vermutung, die müssten wir beweisen. Aber ich denke, wir könnten uns dem Ganzen nähern, wenn wir vielleicht mal Freunde von Carlos finden, die über das Verhältnis uns vielleicht ein bisschen Auskunft geben können. Ich meine, gibt's natürlich Leon, den kenne ich auch ziemlich gut und das ist Carlos' bester Freund, aber der wird ja nie mit mir über Carlos reden. Und Bianca, ich meine, die könnte Ihnen doch vielleicht ein bisschen mehr helfen. Ah, das könnte ich eigentlich mal machen, die könnte ich eigentlich mal fragen, das stimmt. Machen Sie das und dann halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, okay? Alles klar, mach ich. Also, bis dann. Super, tschüss. Danke, ja. Tschüss. Ich bin mir sicher, dass es kein Zufall ist, dass ausgerechnet Maria Duarte den Fall von Carlos Moreno bearbeitet. Ich hoffe sehr, dass meine Mandantin jetzt über ihre Freundin Bianca irgendwas rausfinden kann, was meine Vermutung bestätigt. Ich werde in der Zwischenzeit jetzt mal einen spanischen Kollegen kontaktieren, der mir Auskunft gibt, wie das in Spanien mit dem Sorgerecht geregelt ist, damit wir bloß keinen Fehler machen. Ela sucht sofort ihre Freundin Bianca auf. Sie hofft, dass die gebürtige Berlinerin ihr helfen kann. Schließlich kennen Bianca und ihr Ehemann Leon den mallorquinischen Freundeskreis von Carlos. Doch Bianca ist gar nicht gut auf Ela zu sprechen. Hey, was willst du denn hier? Bianca, ich muss dir das erklären. Bitte lass mich rein. Ja, komm, dann komm rein. Leon hat mir alles erzählt. Wie konntest du Timmy nur sowas antun? Das hätte ich dir nie zugetraut. Wieso hast du Timmy geschlagen? Bianca, du kennst mich doch. Ich liebe Timmy über alles. Ich würde ihn niemals schlagen. Ja, aber Leon hat was ganz anderes gesagt. Ja, aber Leon erzählt doch nur genau das, was Carlos ihm eingetrichtert hat. Das sind doch alles nur Intrigen. Ja, aber wieso sollte Carlos denn so welche Geschichten über dich erzählen? Weil Carlos nach der Scheidung das alleinige Sorgerecht für Timmy haben möchte. Der will halt hier mit seiner neuen Freundin auf Mallorca mit ihm, mit Timmy leben. Mit welcher neuen Freundin? Natalia. Kennst du die nicht? Die wohnen zusammen und jetzt trägt sie sogar meinen Ehering. Was? Nee, kenne ich nicht. Ich meine, ansonsten hätte ich dir doch was gesagt. Na, Leon kennt die auf jeden Fall. Der kennt sogar das Haus. Was? Ja. Das gibt's doch nicht. Na, und jetzt will Carlos auch noch das alleinige Sorgerecht für Timmy haben. Ja, aber das kann er doch gar nicht bekommen, wenn du unschuldig bist. Ja, aber das muss ich doch erstmal beweisen. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Ja, aber wie soll ich dir denn helfen? Na, pass auf. Der Einzige, der die Vorwürfe gegen mich im Moment bestätigt hat, das ist eine Mitarbeiterin vom Jugendamt. Die heißt Maria Duarte. Vielleicht sagt dir der Name ja irgendwas. Ja, der Name kommt mir bekannt vor. Hm? Die ist ziemlich groß, schlank, ungefähr so mein Alter. Voriges Jahr hatte Carlos hier ein Fotoshooting und wir waren abends essen und er hatte eine Frau dabei, die da auf deine Beschreibung passt. Okay. Und die hieß Maria. Und weißt du zufällig, woher die zwei sich kennen? Er hat sie als alte Schulfreundin vorgestellt. Aber denkst du denn wirklich, dass Carlos sie überredet hat, dass sie eine Falschaussage macht? Bianca, das muss so sein. Ich hab Timmy nicht geschlagen. Weißt du was, es tut mir echt leid, dass ich dir sowas überhaupt zugetraut habe. Pass auf, du musst mir irgendwie helfen. Ich muss Timmy so schnell wie möglich wiedersehen. Ich dreh bald durch. Ja, du, ich möchte dir auf jeden Fall helfen. Aber wir warten am besten auf Leon, der hat einfach den besseren Draht zu Carlos. Okay. Ja, der kommt auch gleich.
Ich mache mir erst einen Kaffee, okay? Danke. Ich bin so froh, dass Bianca mir glaubt, dass ich Timmy nicht geschlagen habe. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Carlos echt vor nichts zurückschreckt, sogar seine eigenen Freunde zu manipulieren, um an sein Ziel zu kommen. Ich hoffe nur, Bianca und ich, wir schaffen es jetzt zusammen, Leon die Augen zu öffnen. Bianca ist jetzt fest entschlossen, ihrer Freundin Ela zu helfen. Ganz im Gegensatz zu Leon. Mach dir keine Sorgen, das kriegen wir schon hin. Was machst du denn hier? Du verlässt sie von meinem Haus. Das wird sie nicht. Wie kommst du nur da drauf, sie hier reinzulassen? Leon, Ela hat nichts getan. Sie hat Timmy nichts getan. Ah, nein? Nein. Und woher sollen die blauen Flecken kommen an Körperstein? Hast du die blauen Flecken gesehen? Hat Carlos sie dir gezeigt? Nein, aber die Frau von Jugendamt hat sie doch gesehen. Ja, aber Carlos, Leon, Carlos hat dich nur belogen. Weil Carlos genau weiß, dass nach einer Scheidung er niemals mit Timmy und seiner neuen Freundin hier auf Mallorca leben darf. Deswegen hat er sich das alles nur ausgedacht und dir das eingetrichtert. Genau. Das kann ich nicht glauben. Wenn du mir hilfst, doch, dass ich Timmy fünf Minuten sehen kann. Aber wenn du mir Nein. hilfst, dass ich Timmy nur fünf Minuten sehen kann, dann wirst du doch sehen, dass er keine Angst vor mir hat. Bitte. Leon, Carlos hat seinen Sohn entführt, um hier ein neues Leben anzufangen mit seiner neuen Freundin. Und es ist ihm scheißegal, dass er dabei das Leben von Ela zerstört. Das kannst du doch nicht zulassen. Was ist das denn für ein Freund? Bitte, Leon, gib mir die Chance, dass ich das irgendwie beweisen kann. Wir haben uns auch schon total einen guten Plan ausgedacht. Na, pass auf. Also, du rufst Carlos an, sagst ihm, oh, die sollen mal ein bisschen ausspannen, sollen Picknick machen, ins Kino gehen. Und wir passen in dieser Zeit auf Timmy auf. Bitte. Bitte, Leon. Okay, aber nur deshalb, weil ich die Wahrheit wissen will. Okay? Okay. Also, hier hast du das Handy. Ruf ihn am besten sofort an, damit wir keine Zeit verlieren. Gott sei Dank macht Leon mit. Und ohne die Hilfe von Bianca hätte ich das natürlich alles nie geschafft. Jetzt muss unser Plan nur noch funktionieren. Ela hat Ulrike Tasic in ihren Plan eingeweiht. Die Anwältin mahnt sie zur Vorsicht. Denn wenn Carlos von dem heimlichen Treffen erfährt, könnten sie ihre Chancen auf einen baldigen offiziellen Umgang mit Timmy aufs Spiel setzen. Schon am nächsten Tag bringt Carlos den kleinen Timmy zu seinen Freunden, um mit Natalia einen entspannten Nachmittag zu verbringen. Endlich sieht Ela ihren Sohn wieder. Was ist das? Hey, hallo. Und? Ela ist überglücklich, ihren Sohn nach vier langen Tagen endlich wieder in den Armen zu halten. Carlos kommt erst heute Abend wieder. Schau, also da ist ganz nichts. Viel Zeit. Du hast mir so gefehlt, kleiner Hahn. Geht Mama nicht mehr, wenn ihr gesprochen. Alles klar. Das ist ein SMS von Carlos. Und was schreibt er? Er kommt wieder zurück, er hat die Kinokarten hier liegen lassen. Was? Da steht der so ein Mist. Ela, Mama, geht Ela, du musst los. Carlos, Ela, du musst los. Am besten gehst du hinten raus. Psst, okay. Ela. Hey, ich komm wieder, okay? Versprochen. Okay? Zwei. Und erzähl Papa nicht, dass ich da war, okay? Mama kommt wieder. Ja, tschüss. Tschüss. Dich. Ja. Es fällt mir so schwer, Timmy jetzt wieder allein zu lassen. Aber ich werde um ihn kämpfen. Carlos wird uns mit seinen Lügen nicht auseinanderbringen. Ich bin jetzt erstmal total froh, dass es ihm gut geht. Ela freut sich sehr auf den gemeinsamen Nachmittag mit Timmy. Doch sie erlebt eine handfeste Überraschung. Und? Hat Carlos was gemerkt oder warum hat er Timmy so schnell mitgenommen? Ja, er wollte den Kleinen spontan mitnehmen zum Picknick. Aber Timmy hatte überhaupt gar keine Lust und hat nur rumgeschrien. Naja, und dabei ist ihm rausgerutscht, dass du hier warst. Was? Scheiße, und wie hat Carlos reagiert? Er war natürlich stinksauer und hat den Kleinen sofort mitgenommen. Scheiße. Jetzt wird er doch mit Timmy bestimmt direkt abhauen. Könnte ich denn nur denken, dass dieser blöde Plan überhaupt funktionieren kann? Setz dich bitte. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Wir werden schon eine Lösung finden. Wir müssen jetzt einfach mal überlegen, was wir jetzt machen. Ja, aber der haut doch jetzt bestimmt mit Timmy wieder ab. Was ist das? Hey, tranquilo. Wo ist Timmy? Timmy! Hä, aber Timmy ist doch bei dir. Timmy ist doch bei dir. Ich warne dich, wenn du ihn jetzt nicht sofort suchst. Du? Ich ruf die Bullen, wo ist der? Du hast ihn auch mitgenommen. Was hast du mit ihm gemacht? Du bist uns bestimmt heimlich zum Strand gefolgt. Und dann hast du ihn mal mitgenommen, als ich ihn nicht aufgepasst habe, oder was? Glaubst du noch nicht, dass Timmy hier nicht ist?
Willst du mich verarschen, Leon? Steck dir beide jetzt unter einer Decke. Was soll das jetzt hier? Hey. Du hast mich verarscht. Wenn einer hier verarscht, einen verarscht hat, dann warst du. Jetzt hör doch mal auf zu streiten. Wenn Timmy nicht hier ist, wo ist er denn dann? Was ist denn, wenn ihm was passiert ist? Scheiße! Oh, Mila hat recht. Wir müssen jetzt erstmal Timmy suchen. Oh, nein! Ich glaube, ich fahre noch mal zum Strand und dann schaue ich noch mal nach. Vielleicht finde ich ihn da irgendwo. Ich komme auf jeden Fall mit. Und ich rufe bei der Polizei an. Meine Anwältin gleich mit. Anwältin Ulrike Tasic kämpft auf Mallorca für ihre Mandantin Ela Jablonski. Denn deren Noch-Ehemann Carlos Moreno hat ihren gemeinsamen Sohn Timmy von Berlin nach Palma entführt. Bei einem Ausflug zum Strand ist der Vierjährige jedoch plötzlich verschwunden. Genau hier war das. Hier war das. Hier lag ich. Und dann habe ich in meine Tasche geschaut und auf einmal war der weg. Also, hören Sie, meine Kollegen suchen im Umkreis von 3 Kilometern hier alles ab. Fragen Passanten. Fragen die Touristen, fragen die Einheimischen, ob irgendjemand ihren Sohn gesehen hat. Kann es ja nicht sein, dass er vielleicht ins Wasser gegangen ist. Vielleicht hast du es einfach nicht gesehen. Er kann doch noch gar nicht schwimmen. Das hätte er sich niemals zugetraut, Ella. Das sagst du. Vielleicht hast du einfach nicht aufgepasst. Ich bitte Sie nun, hören ganz ehrlich, ist alles deine Schuld. Hättest du nicht nach Palma verschleppt, dann wären wir gar nicht hier. Seite frei. Moment mal bitte. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von der Kommissaria, dass dort ein Kind abgegeben worden ist. Okay. Und sie wollten mir ein Foto schicken von dem Kind. Und ich weiß ja nicht, dann kann es sein, dass es ihres ist. Guck mal, die ist gerade angekommen, die Message. Okay. Ist das Ihr Kind? Ja! Ja, das ist Timmy! Das ist Timmy! Gott sei Dank. Ja. Das ist er. Wann können wir zu ihm? Ja, er wird hierher gebracht. Also in 10 Minuten oder keine Ahnung, eine Stunde. Das ist Timmy! Oh, ich kann nicht glauben! Ela ist unendlich erleichtert, dass ihr Sohn unversehrt gefunden wurde. Und auch Carlos wird schlagartig klar, was für ein schreckliches Gefühl es ist, sein Kind plötzlich zu verlieren. Überglücklich schließt Ela Timmy in die Arme. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Herr Moreno, und Sie wollen behaupten, dass dieser Junge Panik vor seiner Mutter hat, weil sie ihn misshandelt hat? Also ich glaube, das können Sie nicht mehr länger aufrechterhalten. Kommen Sie, ich denke, es ist das Beste, wenn wir jetzt zu Ihnen nach Hause gehen. Das ist sicherlich in Ordnung. Der Kleine muss erstmal zur Ruhe kommen. Ja? Und dann können wir weitersehen. Lass uns weiter besprechen. Ich bin sehr erleichtert, dass Timmy jetzt wohlbehalten wieder aufgetaucht ist. Es bleibt jetzt abzuwarten, wie Carlos Moreno darauf reagiert. Aber Timmys Auftritt hat sicherlich sehr eindrucksvoll gezeigt, wie der Junge zu Vater und zu Mutter steht. Wie von Anwältin Ulrike Tasic vorgeschlagen, haben Ela und Carlos ihren Sohn gemeinsam zu Carlos nach Hause gebracht. Die Anwältin hat sofort Rodrigo Perez angerufen, um mit ihm und dem getrennt lebenden Ehepaar das weitere Vorgehen zu besprechen. Dennoch sind die Vorwürfe der Misshandlung nicht vom Tisch. Er ist doch derjenige, der das Ganze torpediert. Das ist doch das Problem. Ja, nun. Jetzt schläft er endlich. Hat echt ganz schön lange gedauert. Mein Gott, das grenzt ja wirklich an Wunder, ne, bei der ganzen Aufregung. Woran ganz allein auch Ella schuld ist. Sie hat den Jungen mit ihrem heimlichen Besuch völlig durcheinander gebracht. Ja? Spitz ja total! Hallo, das ist ja. Was soll denn das jetzt? Beruhigen Sie sich mal. Aber Herr Moreno, wirklich, wollen Sie denn diese Misshandlungsvorwürfe allen Ernstes aufrechterhalten? Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Der Timmy hat mir doch selber gesagt, dass er Angst hat vor seiner Mutter, weil sie ihn geschlagen hat. Das ist eine Tatsache. Carlos! Bitte Sie. Also, Herr Perez, Sie hätten wirklich den kleinen Timmy sehen müssen vorhin, als er die Mutter sah. Der ist freudestrahlend auf sie zugelaufen und hat sie umarmt. Da gibt es Zeugen für. Also da kann von Angst überhaupt gar keine Rede sein. Er liebt seine Mutter. Und ganz im Gegenteil, eine Trennung von seiner Mutter, das würde für den Kleinen wirklich zukünftig unabsehbare psychische Probleme bringen. Stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe den Kleinen gesehen, der war völlig verwirrt. Carlos! Außerdem hat doch die Mitarbeiterin vom Jugendamt das Ganze bestätigt, Timmy hätte Angst vor ihnen, oder? Entschuldigung, ja. Also was diese Versicherung dieser Mitarbeiterin des Jugendamtes anbetrifft, die ist im Übrigen eine gute Freundin von ihrem Mandanten, ja? Gibt es überhaupt gar keine Beweise für Misshandlungen? Wie? Maria, du hattest mit ihm befreundet? Ja, und zwar seit Grundschulzeiten doch schon. Und sie haben doch auch heute noch regelmäßigen Kontakt. Was hat das denn hier zu bedeuten? Das hat doch überhaupt gar nichts zu bedeuten. Das tut doch nichts zur Sache, oder?
Also, ich sag Ihnen mal eins, Maria Duarte, die wollte ihrem Mandanten einfach nur einen Gefallen tun. Denn eine Kollegin von Frau Duarte hat erklärt, dass Frau Duarte diesen Fall Timmy unbedingt an sich ziehen wollte, obwohl sie überhaupt nicht zuständig ist. Also bei diesen Umständen, ja, muss ich ganz ehrlich ganz abraten von dem Antrag des alleinigen Sorgerechts. Und Sie haben wirklich bei der Sachlage keine Chance. Herr Moreno, und wenn Sie diese falschen Verdächtigungen weiter aufrechterhalten, ja, dann sage ich Ihnen eins, dann machen Sie strafbar. Wegen falscher Verdächtigung. Carlos, weißt du überhaupt, was du mir und Timmy angetan hast? Jetzt gib doch endlich zu, dass du missgebaut hast und hör endlich auf zu lügen. Ella. Soll ich das erklären? Es tut mir wirklich leid. Also es tut dir leid? Ella, das... Ich habe das auch alles nur getan, weil ich den Timmy über alles liebe. Der ist alles, was ich nun habe, ja? Es ist... Es tut mir leid, Ella, aber du weißt doch selber, dass ich... Ella, du hättest es doch niemals zugelassen, dass ich mit Timmy hier auf Mallorca lebe. Das hättest du niemals zugelassen. Carlos, ich fasse es echt nicht. Dabei sprichst du von Liebe. Du wolltest mir Timmy wegnehmen. Das ist purer Egoismus, das ist doch keine Liebe. Was bist du denn bloß für ein Mensch geworden? Ich bin wirklich erleichtert, dass wir das Lügengebäude von Carlos Moreno zum Einsturz gebracht haben. Denn jetzt braucht meine Mandantin endlich keine Angst mehr zu haben, den kleinen Timmy an ihren Noch-Ehemann zu verlieren. Mir fällt echt so ein Stein vom Herzen. Endlich hat Carlos zugegeben, dass er alles nur erfunden hat. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn er mit seinem Plan auch noch durchgekommen wäre. Ich freue mich jetzt einfach total, dass ich Timmy endlich wieder hat. Carlos hat den Antrag auf Übertragung des alleinigen Sorgerechts zurückgezogen und die haltlosen Vorwürfe gegen Ela fallen gelassen. Nach all der Aufregung will die 30-Jährige ihren Aufenthalt auf Mallorca mit Timmy nun noch genießen. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass ich das Sorgerecht behalte und Timmy auch wieder mit nach Deutschland nehmen kann. Und wirst du denn Carlos jemals erlauben, dass er Timmy wiedersehen darf? Ja klar, ich meine, der Kleine, der muss ja seinen Vater sehen. Ich wollte ihm ja auch Timmy niemals wegnehmen. Er darf Timmy so oft wie möglich besuchen kommen und Timmy darf natürlich Carlos auch so oft wie möglich in Mallorca besuchen, das ist doch klar. Okay, ja. Übrigens, ich wollte mich noch bei dir bedanken. Ohne dich hätte ich das alles nie geschafft. Das ist doch wohl selbstverständlich. Ich bin deine Freundin. Ist doch wohl klar, dass ich dir helfe. Trotzdem, wirklich, ohne deine Hilfe hätte ich Timmy doch nie so schnell zurückbekommen. Danke. Habe ich gern gemacht. Ach ja, jetzt sind wir wieder alle zusammen. Timmy zuliebe verzichtet Ela darauf, Carlos wegen falscher Verdächtigung anzuzeigen. Mutter und Sohn sind endlich wieder vereint und können gemeinsam in ein paar Tagen ihre Heimreise nach Berlin antreten. Carlos besucht seinen Sohn dort regelmäßig.